Hallo zusammen. Das Thema heute sind Modalverben. Wie immer gucken wir uns erst einmal an, was das überhaupt ist, welche Probleme es dabei gibt und wie man das überhaupt benutzt. Verben kennen Sie schon. Das sind alles Tu-Wörter, also Dinge, die Sie machen oder tun können. Hier, das ist eine kleine Auswahl. Sie sehen hier unten das letzte Wort UVM. Das ist eine Abkürzung und bedeutet und viele mehr. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Verben im Deutschen, wie natürlich auch in allen anderen Sprachen. Falls Sie alle Verben der deutschen Sprache lernen wollen, wünsche ich Ihnen viel Spaß. Das dauert. Ich glaube nicht, dass Sie das schaffen werden. Selbst ich lerne ja auch immer noch ein paar neue Verben dazu. Die Verben sind heute nicht ganz so wichtig, weil wir uns heute erstmal auf die Modalverben konzentrieren wollen. Modalverben, das sind diese 7 Stück, die Sie hier sehen. Das heißt, wenn von Modalverben die Rede ist, sind immer genau diese 7 Stück hier gemeint. Die 3 Modalverben an der Seite, wollen, möchten und mögen, die sind noch ein bisschen besonders. Da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Gleich wird es unter anderem um die Konjugation von Modalverben gehen. Wenn Sie sich jetzt wundern, Konjugation, was ist das denn wieder? Das kommt von dem Verb konjugieren. Ich nenne das immer das Verändern von Verben. Es kann auch sein, dass es in Ihrem Buch irgendwie Flexion von Verben oder so genannt wird. Das ist alles das Gleiche. Verändern, damit meine ich zum Beispiel das hier. Sie sehen links gehen, das ist der Infinitiv. Also die Grundform eines Verbs. Und dahinter habe ich sozusagen Beispiele geschrieben, wo das Verb konjugiert, also verändert wurde. Einmal zum Beispiel, er geht oder ich gehe. Das heißt, hier muss ich gucken, welches Personalpronomen benutze ich. Und dann muss ich das Verb so ändern, dass es sozusagen zu diesem Personalpronomen passt. Das kann sich auf das Personalpronomen beziehen oder wie hier im nächsten Beispiel, ich ging, da muss ich das Verb verändern, also konjugieren, weil ich hier eine andere Zeit, also hier in dem Beispiel das Präteritum benutzt habe, auch hier zum Beispiel muss ich dann das Verb verändern, damit es passt. Wenn wir jetzt Modalverben im Präsens oder im Präteritum benutzen, dann brauchen wir dafür immer die finite Form, also diese veränderte oder gebeugte Form von dem Modalverb, was wir jetzt brauchen. Hier habe ich ein paar Beispielsätze hingeschrieben. Sie sehen, die Modalverben habe ich immer in dieser goldbraunen Farbe und die Verben bleiben wie immer bei mir rot. Die Modalverben nehmen dann die Stelle oder die Position des Verbs ein, also wie hier, wie immer an die zweite Position und das Vollverb oder das normale Verb wird ganz nach hinten ans Satzende geschoben oder ja geschrieben. Im 4. Satz hier unten habe ich ein bisschen komplizierteren Satz gemacht. Das werden wir allerdings später noch ein bisschen genauer untersuchen, wenn wir uns ein bisschen mehr mit Nebensätzen und so weiter beschäftigen. Sie sehen hier, der Satz ist ein bisschen komplizierter geschrieben. Das liegt daran, dass ich hier vorne noch einen Nebensatz habe und deswegen verschiebt sich hier die Verbstellung ein bisschen. Im Perfekt benutzen wir immer den Infinitiv des Modalverbs, hier zum Beispiel das Wort können. Ansonsten brauchen wir 2 Verben, einmal das Hilfsverb haben und das normale Vollverb, hier zum Beispiel laufen. Sie haben schon gesehen, hier steht nicht sein oder haben, hier steht nur haben. Das heißt, wenn Modalverben mit dabei sind im Perfekt, dann benutzen wir nur die Form von haben. Hier brauchen wir uns keine Gedanken darüber zu machen, muss ich haben oder sein benutzen. Hier benutze ich nur haben. Eine wichtige Sache noch, Modalverben in der Vergangenheit, da benutzen wir fast immer das Präteritum. Also vorher hatte ich ja gesagt, wenn wir miteinander reden, benutzen wir sehr viel das Perfekt. Hier bei Modalverben benutzen wir fast immer das Präteritum. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich klingt es einfach schöner und ist ein bisschen einfacher wahrscheinlich auch. Und deswegen benutzen wir hier immer das Präteritum.
Hier sehen Sie einen Screenshot oder auch ein Bildschirmfoto, wenn wir mal in der deutschen Sprache bleiben, von dem angehängten Handout, wo es um die Konjugation von Modalverben geht. Sie sehen, es ist jetzt hier gerade ein bisschen viel auf einmal, deswegen gehen wir jetzt das Handout mal ganz langsam durch in kleinen Teilen. Hier, das ist die erste Tabelle, da geht es um den Präsens. Hierzu kann man leider nichts besonders erklären. Das heißt, das sind jetzt Sachen, die Sie einfach lernen müssen. Das ist leider so. Trotzdem wollte ich zu ein paar Modalverben etwas sagen, und zwar zu diesen vier hier. Mögen und lieben sind so ein bisschen gleich, nur das Lieben, sage ich immer, ist ein bisschen stärker, also ein bisschen mehr. Das heißt, Sie mögen wahrscheinlich Pizza und Sie lieben Ihre Frau oder Ihren Mann. Also das Lieben ist dann stärker. Muss natürlich nicht immer sein. Es gibt auch Leute, die lieben Pizza mehr, aber normalerweise bleibt es so. Wollen und möchten meint auch ein bisschen das Gleiche, nur dass das Möchten ein bisschen höflicher ist. Also dieses Wollen, das kann vielleicht, je nachdem wie Sie es aussprechen, auch so ein bisschen wie so ein Kind klingen. Also ich will Pizza! Und das ist dann halt nicht so höflich wie das Möchten. Meint aber im Prinzip eigentlich das Gleiche. In der zweiten Tabelle geht es um das Präteritum. Da habe ich hier oben die Modalverben im Infinitiv hingeschrieben und hier unten dann die jeweiligen Modalverben konjugiert auf das Präteritum. Nochmal zwei Beispielsätze, einmal im Präteritum und einmal im Perfekt. Im Präteritum, wie gesagt, wird das Modalverb verändert, also es wird gebeugt, konjugiert. Und im Perfekt bleibt das Modalverb einfach im Infinitiv stehen und kommt ganz ans Ende. Wie gesagt, beim Perfekt hier nur haben, hier gibt es kein Sein mehr. Eine Sache ist Ihnen bestimmt aufgefallen, hier bei möchte, das habe ich so grau geschrieben. Das liegt daran, dass dieses möchte eigentlich die Konjunktiv-2-Form von mögen ist. Was Konjunktiv-2 ist, ist gerade mal egal, das kommt später noch in einem anderen Video. Ich habe es auch mal auf das Handout geschrieben, weil das später noch wichtig ist. Also dieses möchten hat sich sozusagen im Präsens verselbstständigt, da benutzen wir dieses Wort. In der Vergangenheit benutzen wir aber für möchten diese Form von wollen, also was Sie hier sehen, dieses ganze wollten. Wie gesagt, hat sich verselbstständigt, benutzt man nur im Präsens dieses möchten, im Präteritum benutzt man das nicht. Unten auf dem Handout sehen Sie dann noch die Punkte Partizip 2 und Konjunktiv 2. Den Konjunktiv 2 lassen wir, wie gesagt, jetzt erstmal weg, den brauchen wir gerade nicht. Der wird aber später noch wichtig und deswegen habe ich den hier sofort mit auf das Blatt geschrieben. Partizip 2 hier oben, das kennen Sie schon vom Perfekt. Bitte schreiben Sie jetzt nicht einfach hier Perfekt hin und streichen Partizip 2 durch. Dieses Partizip 2 brauchen wir noch in anderen Zeitformen und zum Beispiel beim Passiv später. Das heißt, bitte streichen Sie jetzt nicht Partizip 2 durch und schreiben da einfach Perfekt drüber. Das ist zwar sicherlich wahrscheinlich einer der wichtigeren Teile vom Partizip 2, dass wir das fürs Perfekt brauchen, aber wir benötigen das, wie gesagt, noch für andere Sachen. Jetzt wollte ich noch ein bisschen was zu dem Mögen sagen. Sie sehen hier, das wird oft ohne Vollverb benutzt, also zum Beispiel, ich mag Pizza. Das Vollverb kann man weglassen, wenn das sozusagen selbstverständlich ist, was Sie sagen wollen. Ich habe hier so ein paar Beispiele hingeschrieben. Zum Beispiel, willst du Pommes mit Mayo, also Mayonnaise, essen? Das Essen können Sie einfach weglassen, weil jeder weiß, dass Sie Pommes mit Mayo essen wollen. Das können Sie nicht trinken. Also wenn Sie Pommes trinken, haben Sie irgendetwas ziemlich falsch gemacht oder sind ein bisschen seltsam. Also hier, wie gesagt, kann man das Vollverb auch weglassen. An dieser Stelle ist es sinnvoll, wenn Sie jetzt das Video kurz anhalten, also pausieren, weil Sie jetzt am besten Ihre Übungen machen können. Später die Lösungen, die auch an diesem Video sind, die habe ich auch nochmal in diesem Video kurz kommentiert, weil ich da noch ein paar Worte zu sagen wollte. Letzte Chance, in der nächsten Folie kommt die Lösung.
Schauen wir uns mal die Lösung der Aufgaben an. Ich habe ganz unten bei dem Aufgabenblatt hingeschrieben, Sie sollen bitte immer das Modalverb nehmen, was am besten passt. Das liegt daran, dass es manchmal mehrere Möglichkeiten gibt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, welches Modalverb jetzt gerade in dieser Situation richtig ist. Bitte hierbei denken Sie nicht so viel nach, sind Sie nicht ganz so kreativ. Denken Sie einfach, welche Situation kommt denn meistens vor. Nehmen wir jetzt mal hier das Beispiel zum Beispiel am Anfang. Ich kann gut kochen. Das ist eigentlich das Einzige, was hier wirklich gut passt. Wenn Sie jetzt da hinschreiben, ich muss gut kochen und sagen, ja, meine Freundin wird sonst sauer, wenn ich nicht gut koche. Okay, das geht, ist aber sehr selten, dass diese Situation eintritt. Ich habe Ihnen hier nochmal in der Lösung die Verben alle rot markiert. Hier haben Sie einen besonderen Satz, hier haben wir zwei Verben drin, dieses Kaffee trinken gehen, das ist dann so etwas wie ein Rendezvous oder ein Date, vielleicht mit einer romantischen Absicht dabei. Dann hier drunter haben Sie noch ein Beispiel, magst du Kaffee mit Milch und Zucker oder hier, ich möchte lieber, hier können Sie das Verb weglassen, also magst du Kaffee mit Milch und Zucker trinken, können Sie schreiben, müssen Sie aber nicht. Das ist hier selbstverständlich, was Sie meinen. Im zweiten Teil der Aufgabe sollen Sie selber ein passendes Modalverb einsetzen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Hier wollte ich zuerst einmal zu diesen beiden Sätzen etwas sagen. Sie sehen hier, das Verb steht an der Position 1, also am Satzanfang. Warum ist das so? Sie sehen hier, das sind beides Fragesätze und deswegen kommt hier das Verb an die erste Stelle. Hier, ich soll im Bett bleiben und Tee trinken. Sollen passt hier besser als müssen. Das geht zwar auch allerdings bei so Ratschlägen oder wenn der Arzt Ihnen etwas empfohlen hat zum Beispiel, benutzt man sehr oft sollen. Das ist nicht ganz so stark unbedingt wie müssen, aber das ist halt. Also Sie sollten es schon tun, es wäre besser, wenn Sie das machen würden. Dann hier, wir möchten oder wollen Pizza bestellen, das geht beides. Wie gesagt, möchten ist ein bisschen freundlicher als wollen. Ich möchte Lehrer werden wie mein Vater. Kann natürlich auch sein, dass Ihr Papa sagt, nein, du wirst auf jeden Fall Lehrer, mein Opa war Lehrer. Mein Vater war Lehrer und du wirst auch Lehrer werden, sonst gibt's Ärger. Dann ist das natürlich ein Muss, aber normalerweise ist das einfach ein Möchten und kein Muss. Im dritten Teil der Aufgabe sollten Sie selber Sätze schreiben. Das heißt, hier wird jetzt der Satzbau sehr wichtig sein. Hier achten Sie bitte am meisten auf die Verbstellung, also hier in dem Fall die Stellung der Modalverben. Die Modalverben müssten bei Ihnen jetzt immer auf der zweiten Position stehen, haben also sozusagen den Platz des Verbs eingenommen und die Verben kommen, wie gesagt, immer ans Satzende. Eine Ausnahme, wenn es um die Stellung der Modalverben geht, haben Sie im ersten Satz, hier sehen Sie, das Modalverb müssen steht auf der ersten Position. Das liegt daran, weil es sich hier um einen Fragesatz handelt. Dann haben Sie noch hier das Wort das Essen, das habe ich noch grün markiert. Das liegt daran, weil ich Ihnen nochmal deutlich machen wollte, das ist jetzt nicht das Verb Essen, sondern hier ist das Nomen Essen gemeint. Ja, ich hoffe, das hat einigermaßen funktioniert bei Ihnen. Vielen Dank für Ihre Arbeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.